Hallo Martina und Harald. Schön, dass ihr heute hier seid beim 2-Minuten-Network-Wiki. Ich habe auf das Bild nicht mal drauf gepasst, halt, deswegen habe ich natürlich, sage ich mal, euch hier jetzt genommen. Ihr seid, sage ich mal, alte Network-Marketing-Hasen. Ihr seid schon über 15 Jahre in der Branche unterwegs, ist das richtig? Ja, seit 1993 bei Herbalife. Bei was? Herbalife. Also wir sagen ja keine Namen. Ach, okay. Aber das ist nicht schlimm, jetzt ist schon draußen. Nein, schneid's raus. Ja, so geht's ab jetzt. Ja, okay. Ja, das sagen wir auch nicht. Aber egal, ist auch egal. Nein, ist egal, wir machen das so durch halt. Ja. Weil das normalerweise sind die immer firmenneutral, aber so ist es schon. Okay. Ihr zwei seid, sag ich mal, Hauptberuf oder Nebenberuf im Network Marketing unterwegs? Nebenberuflich. Aber ihr seid auch zusammen, so ein Paar sozusagen. Ja. Also das heißt ja, ihr habt euch, sag ich mal, durch die ganzen Jahre bei Network gearbeitet und seid jetzt auf ein neues Unternehmen gestoßen. Und wie seid ihr auf die schräge Idee gekommen? Darf man jetzt einen Namen nennen? Ja, Namen, Menschennamen sind erlaubt. Okay. Also der Josef Bückmann, mit dem wir schon sehr viele Jahre zusammenarbeiten, der ist auf uns zugekommen und hat uns dann diese neue Firma vorgestellt. Und ich war sehr beeindruckt davon, auch was die Produktpalette betrifft und auch über die Wirkungsweise. Was man jetzt zum Beispiel auch an Harald vielleicht gerade im Augenblick gut erkennen kann. Also du hast einen von diesen Fitmachern von der Firma, die ich nicht sage, genommen halt und du bist richtig rot geworden überall. Richtig, ich bin richtig rot geworden, das sieht man ja auch. Meine Augen sind weiß und meine Birne ist rot. Also Harald ist kein Alkoholiker, das liegt an dem Produkt, was er genommen hat. Richtig. Ich führe es bei jedem Seminar vor. Was hat euch denn so überzeugt? War das so mehr eine persönliche Entscheidung, dass ihr sagt, ihr startet jetzt nochmal durch? Ja. Ja, wir haben die Kinder jetzt groß und jetzt haben wir eben nicht viel zu tun und jetzt gehen wir los, ne? Wenn Sie die Frage, jetzt seid ihr ja sozusagen richtige Neustarter, was ist so die ersten Schritte, die ihr jetzt machen werdet? Viel reden, viel über das Produkt reden, selber das Produkt nehmen und ja, hoffen, dass da sehr viele Menschen auch auf uns zukommen und dann mit denen ein schönes Team, ein großes, stabiles Team aufbauen können. Warum sollte ich denn bei euch ins Team einsteigen? Weil wir ein sehr gutes Team-Betreuer-Team sind, wir zwei. Wir betreuen also wirklich rund um die Uhr unsere Leute. Stimmt das, Harald? Ja, das stimmt. Also, wie gesagt, wir sind ja schon länger im Network-Marketing tätig und wir haben sehr viele Freunde im nordischen Bereich gefunden, Hamburg, Bremen. Da haben wir unsere größte Downline auch gehabt. Also es ist ein wunderbares Geschäft, man lernt sehr viele Leute kennen, ich finde es toll. Was? Die werden wir auch alle wieder aktivieren. Aktivieren, das heißt, ihr geht sozusagen wieder auf die, ja, auf die Straße zurück, in die Roadtour und sammelt wieder alle ein. Genau. Was sind so eure Ziele, was habt ihr vor? Wo wollt ihr hin? Habt ihr so eine Einkommensgrenze? Wie macht man so eine erste Zielsetzung, wenn man irgendwo neu einsteigt? Tut man es am Geld festmachen oder an der Teamgröße? Oder was ist so eure persönliche Zielsetzung? Ja, dass wir nächstes Jahr mit unserem Sponsor Silvester in der Champions League feiern werden. Das hat unser Sponsor uns versprochen und das werden wir durchziehen. Das wäre eine gute Idee. Euer Sponsor hat das schon. Also ja. Euer Sponsor ist ja auch in der Nähe. Sponsor, kannst du das bestätigen? Ich war auf Toilette, ich weiß nicht. Der Sponsor war auf Toilette. Komm mal ruhig mit dazu, noch ein bisschen rüber. Birgit hat mir gerade zugerufen, dass sie es bestätigt. Ah, ja. Super. Also das haben wir jetzt mit auf Video halt. Also euer Sponsor wird euch in die Champions League boxen halt. Also das heißt, wer von euch ist dann der Klitschko? Ja, beide. Ja, beide. Super. Wir halten zusammen. Wo seid ihr in Deutschland lokalisiert? Wo kommt ihr her? Aus Bergisch Gladbach. Im Raum Köln. Also wenn euch einer sucht, dann wie findet man euch im Internet irgendwo? Habt ihr eine E-Mail-Adresse oder eine Homepage? Ja. Haben wir auch, ja. Wie sind die? Meine E-Mail-Adresse? Deine Internetseite. Meine Internetseite www.hm-nt.de www.hm-nt.de nt.de
Was heißt das? Netzwerktechnik. Also, HM heißt Harald Mieber. Ja, ja. Also, Mensch, das ist total logisch aufgebaut. Also das heißt, wenn ihr die zwei sucht oder habt sie vor Jahren mal irgendwo aus den Augen verloren, da sind sie wieder halt. Und schön, dass ihr da seid. Wir wünschen euch viel Erfolg, sehen uns auch noch in der Zukunft halt und viel Spaß noch im Josef. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.